Julia hat die letzten Jahre gezeigt, dass er ein richtig guter Fußballspieler ist, dass er ja, genau der Spielertyp ist, den wir auch noch gesucht haben, der sich ja, sehr, sehr gut in den Zwischenräumen bewegt, der technisch sehr, sehr gut ist, der das Spiel sehr, sehr gut fortsetzen kann. Und ja, deswegen freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat. Wir haben ihn natürlich in den letzten Jahren schon in der Gegnerbeobachtung, im Scouting natürlich sehr, sehr häufig gesehen gehabt, sehr, sehr häufig beobachtet gehabt. Und da ist er schon sehr, sehr gut aufgefallen, dass er letztes Jahr im Sommer nicht zu haben war nach der guten Saison, die Köln gespielt hat, die er gespielt hat, war auch klar. Und jetzt natürlich auch bedingt ein bisschen durch den Abstieg, wollte er natürlich auch in der ersten Liga bleiben. Die Spielweise, wie die Mannschaft aufgetreten ist in den letzten Monaten, kommt, glaube ich, sehr gut an. Unser Trainer kommt sehr, sehr gut an. Das Umfeld, das wir bieten können, kommt sehr, sehr gut an. Und deswegen klappt das ab und zu. Aber es ist natürlich auch so, dass nicht alles klappt. Wir können eben nicht alles bieten, aber wir können schon sehr, sehr viel bieten, sind für viele, glaube ich, richtig gute Spieler auch nach wie vor eine sehr, sehr gute Adresse. Dass er unser Offensivspiel weiter beleben wird, dass er uns eben verschiedene Optionen bietet, was das System betrifft, was seine Position betrifft. Er ist ja auch ein Spieler, der sehr flexibel einsetzbar ist im Offensivbereich. Ja, schon auch ein Spieler, der sich, glaube ich, weiter vorne ganz wohlfühlt, dass sich im Zentrum wohlfühlt, ob das dann zweiter Stürmer ist, ob das alleiniger Stürmer ist, ob das ein Acht ist oder ob das mal eine Außenposition ist, die dann auch sich zentral immer wieder auch in den Zwischenräumen zeigt. Erstmal muss man auch da sagen, dass wir Kevin schon seit Jahren verfolgen, beobachten. Wir waren schon im Kontakt mit ihm, als er noch in Erfurt gespielt hat. Dort wollten wir ihn erstmal für die U23 dazu nehmen. Er ist den Weg über Nürnberg gegangen, hat dort in den letzten Jahren richtig gute Leistung gezeigt, war, glaube ich, immer mit einer der Top-Mittelfeldspieler in der zweiten Liga. Also jetzt im besten Fußballeralter, er hat Stück für Stück sich entwickelt über Erfurt, über die dritte Liga, jetzt in Nürnberg, die zweite Liga beherrscht und irgendwann muss der nächste Schritt kommen. Er ist jetzt 24, ich habe mein erstes Erstligaspiel, glaube ich, auch mit 23 erst gemacht, also er hat mit Sicherheit noch ein paar gute Jahre in der ersten Liga vor sich. Nein, also diese Bürde sollte man ihm nicht aufzwängen, dass jetzt zeitlich der Abgang von Juno und die Verpflichtung von ihm gelaufen sind. Das spielt jetzt nicht die Rolle. Er spielt eine ähnliche Position wie Juno, keine Frage. Aber nochmal, Juno hat sich den Stellenwert, den er jetzt bei seinem Abgang hatte, auch über Jahre hart erarbeitet.